Hallo und herzlich willkommen zu den aktuellen Forex-Setups. Heute ist Dienstag, der 26. Februar 2012. Mein Name ist Nigeo und UUP schafft es nun, die Trading Range bullish aufzulösen, die 22,23 per Tagesschlusskurs hinter sich zu lassen. Seit sehr langer Zeit war UUP hier gefangen. Eine dynamische Bewegung hat den Bullen nun geholfen, hier drüber zu schließen und weiterhin kein Zeichen der Schwäche zu erkennen. Stochastik wunderbar umeinander geschlungen, oberhalb der 80er-Marke, steigendes Momentum. Und selbst wenn die Bullen nun hier an der einen oder anderen horizontalen Marke etwas ausruhen müssen, so ist es eher wahrscheinlich, dass UUP nun weiterhin an Stärke gewinnt und noch etwas nach oben laufen möchte. Sollte das Ganze hier nun Widerstand finden, haben wir natürlich nun Unterstützung auf dem Weg nach unten, die 200-Tageslinie, die wir ebenfalls gestern zurückerobert haben, und natürlich auch die horizontale Marke. Wenn Sie sich den Wochenchart anschauen, dann natürlich nächste horizontale Marke per Wochenschlusskurs 22,47 auf dem Weg nach unten, die 50-Wochenlinie, und auch hier steigende Stochastik und ein steigendes Momentum. Daher ist es eher wahrscheinlich, dass dieser Bereich 22,65, 22,75 zunächst von den Bullen angelaufen werden möchte. Euro-Dollar gibt die wichtige horizontale Marke bei 1,3130 per Tagesschlusskurs auf. Hier hatten wir mit Ihnen besprochen, Sie können vom Chancen-Risiko-Verhältnis nicht das tiefere Tief kaufen, trotz einem fallenden Momentum und der Verkaufsformation in der Stochastik, da Sie genau in diese Unterstützung hineintraden würden. Die Bären machen nun das Unwahrscheinliche und laufen in einem nach unten durch, kommen an die nächste horizontale Marke bei 1,3031. Wir haben nun wieder ein leicht steigendes Momentum, die K&D-Linie weiterhin unterhalb der 20er-Marke. Und nun per Wochenschlusskurs müssen wir abwarten, ob die Bullen es schaffen, hier die horizontale Marke, absteigende Trendlinie plus 20-Wochenlinie, verteidigen können. Oder wenn die Bären das Ganze natürlich nach unten auflösen, dann hat dieser Markt auch noch Potenzial, weiter nach unten zu laufen. Update: Australischer Dollar, kanadischer Yen haben wir miteinander getradet auf der Bullenseite über die kleinere Zeiteinheit. Hier dieses aufsteigende Dreieck wurden wir bullisch eingestoppt und wir hatten auch mit ihm besprochen, werfen Sie Ihren Trade nicht weg, da übergeordnet der Markt noch Platz hat, nach oben zu laufen. In der Spitze nun knapp 200 Pips. Wenn Sie hier weiterhin im Markt sind, haben Sie nun erneut Unterstützung bzw. können Sie hier über die Stunde einen erneuten Long-Einstieg suchen. Horizontale Marke 10493 plus aufsteigende Trendlinie hier im selben Bereich unterstützend. Allerdings, wenn wir über die kleinere Zeiteinheit dann diese Linie brechen, sollten sie auch ausgestoppt werden, denn wir haben zwar über die Woche hier diese absteigende Trendlinie bereits gebrochen und auch die horizontale Marke bei 10471 hinter uns gelassen. Allerdings im Tag haben wir hier noch eine valide absteigende Trendlinie, die es die Bullen bis jetzt nicht geschafft haben zu überwinden. Wir bilden hier ein Doppeltop. Deshalb kann man nicht den Short-Einstieg, entschuldigen Sie, den Long-Einstieg über die kleinere Zeiteinheit hier suchen. Aber wenn das Ganze dann bärisch gebrochen wird, muss man auch konsequent sein Stop-Loss ziehen lassen und sich wieder ausstoppen lassen aus diesem Markt. Auch das Update zu Euro-japanischem Yen haben wir am Wochenende mit Ihnen besprochen. Über die kleinere Zeiteinheit kann man hier auf der Short-Seite etwas traden. Wenn diese Unterstützung, die 1,22 nach unten gebrochen wird, kann man sich hier Short in den Markt einstoppen lassen. Wurden wir auch, falls das Ganze hätte bullisch aufgelöst werden sollen, haben wir mit Ihnen besprochen, hier diese Marke gilt es zu beachten, wollen wir aber eher gesagt nicht bullish traden, da wir noch eine absteigende Trendlinie haben. Über den Tag gesehen galt es dann 1,2012 zu beachten, hatten wir auch mit Ihnen besprochen. Wichtige horizontale Marke. Hier kann man bzw. haben wir einen Teilverkauf realisiert und nun müssen wir abwarten, ob das Ganze hält. Die 50-Tageslinie noch als Unterstützung, denn die Woche sieht nämlich nun etwas anders aus, nämlich wir haben ein fallendes Momentum, eine Verkaufsformation in der Stochastik und die wichtige horizontale Marke bei 1,2278, so wie es aussieht, wird auch per Wochenschlusskurs nach unten verlassen werden und dann haben wir Potenzial, noch weiter nach unten zu laufen. Deshalb, wenn Sie diesen Trade mit uns eingegangen sind, hier über die kleinere Zeiteinheit, lassen Sie Ihren Trade laufen. Ich hoffe, Sie konnten auch schon einen Teilverkauf realisieren und warten Sie ab, ob der
Euro gegenüber dem japanischen Yen noch an Dynamik nach unten zunehmen kann. US-Dollar, japanische Yen, unser Knochenbrecher, hatten wir miteinander besprochen. Eine Schlusskursmarke oberhalb der 94,50, 94,30 hier muss erreicht werden, damit der Markt Potenzial nach oben hat. Wir eröffnen am Sonntagabend 23 Uhr, wenn die Forexes aufmachen, hier mit einem Gap, laufen an diese Marke heran und werden dann ja praktisch auf einen Schlag, fast 400 Pips ist diese Bewegung groß, abverkauft. Auf der Shortseite galt es sich zu merken, diesen horizontalen Bereich 92,10, hier hätten Sie sich Short in den Markt einstoppen lassen können. Nun sind wir wieder hier an diesen Marken dran. Hier kann man sich einen neuen Short-Einstieg suchen und dann aber auch über die Stunde den Stop-Loss platzieren. Sie müssen nämlich wissen, wir haben zwar nun über den Tag gesehen ein fallendes Momentum unterhalb der Nulllinie, eine Verkaufsformation in der Stochastik, aber die horizontale Marke 90,91 hat validen Bestand hier getestet, zurück, und heute kommen wir gar nicht dran. Und was es auch noch zu beachten gilt, ist nämlich die Woche, denn hier haben wir zwar ein fallendes Momentum, diese Kerze sieht wirklich hässlich aus, aber die Stochastik ist weiterhin bullish oberhalb der 80er Marke. Deshalb, wenn Sie diesen Markt verkaufen möchten, dann über die kleinere Zeiteinheit gilt es hier zu traden. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Morgen bzw. heute Abend noch natürlich die Rohstoffausgabe und auch eine Forex-Ausgabe wird es morgen wieder auf der Blogseite online geben. Mein Name ist Nigeo. Bis zum nächsten Mal.